Es sind nicht nur Annäherungen, sondern auch Lösungen möglich, sagte der auch für Fernangelegenheiten zuständige DFL-Direktor Ansgar Schwenken am Dienstag in Frankfurt. Diesen Freitag will das DFB-Präsidium über die Freigabe von Fanutensilien abstimmen. Außerdem soll ein neuer Strafenkatalog verabschiedet werden. Demnach gäbe es künftig keine Kollektivstrafen mehr für Vereine, deren Fans auffällig geworden sind. Trotz massiver Kritik an den Montagsspielen der Bundesliga sieht man bei der Dachorganisation der 36 Profiklubs deutliche Fortschritte im Zusammenspiel mit den Fans. Es hat schon andere Eskalationsstufen gegeben. Wir stehen uns nicht konfrontativ gegenüber, findet Schwenken. Es hat sich etwas massiv bewegt, betonte Benjamin Kampler, stellvertretender Leiter der DFL-Abteilung Fanangelegenheiten. Thomas Schneider, der Leiter, begrüßt vor allem den neuen Strafrahmen. Viele Fans wünschen sich einen Punktekatalog wie bei Verkehrssündern. Das bisherige Verfahren war für sie eine gefühlte Willkür. Bis zum Jahresende wollen DFL und DFB außerdem eine Pilotphase für die Freigabe von Fanutensilien von der 1. bis zur 3-Punkt-Liga starten. Darin wird bundesweit geregelt, welche Banner, Schwenkfahnen oder Megafone in den Stadien erlaubt sind. Zumindest sofern keine örtlichen Sicherheitsrichtlinien dagegen sprechen, was schon aufgrund der unterschiedlichen baulichen Gestaltung der Fanblöcke der Fall sein kann. Bisher gilt für jede Arena eine individuelle Vorschrift. Die Abschaffung der Kollektivstrafen und die Freigabe der Fanutensilien sind zwei Punkte, die sich aus den Gesprächen der Verbände mit den Fanszenen Deutschlands sowie der Arbeitsgemeinschaft Fankulturen ergeben haben. Die AG war April 2016 ins Leben gerufen worden, ihr gehören hauptamtliche Fanarbeiter, unabhängige ehrenamtliche Fanvertreter sowie Mitarbeiter von DFL und DFB an. Organisationen wie ProFans und BAF verzichten aber nach wie vor auf eine Teilnahme. Das ist auch das Ergebnis des im Jahr 2011 gescheiterten großen Fandialogs. Als Reaktion auf das Zerwürfnis rief die DFL 2012 den Club-Fandialog CFD ins Leben. Seit 2013/14 ist er in der Lizenzierungsordnung vorgeschrieben. Kommenden Sommer 2018 soll es die erste CFD-Vollversammlung geben. Yeah. Unser Ziel ist die Stärkung der lokalen Strukturen, betont Schwenken, sowie die Qualifizierung und die bundesweite Vernetzung. Ähnliche spektakuläre Proteste gegen die Montagsspiele der Bundesliga wie kürzlich in Frankfurt und Dortmund erwartet der Verband derzeit nicht. Ein Merkmal ist die Eigenständigkeit der Fanszenen, dort will man nichts kopieren, erklärt Schneider. Schwenken ist nach wie vor bemüht, zwischenzeitlich aus dem Dialog ausgebrochene Fangruppen an den Tisch zurückzuholen.
Es gibt nirgendwo in Europa mehr Mitsprache für die Fans und mehr Dialog mit den Fans, ergänzt Schneider.